Hallo meine Lieben, es ist ein Monat wieder vergangen und es war ein für mich doch recht lesereicher Monat, an dem ich viel gelesen habe, nicht viel beendet habe und das, was ich beendet habe, es war ein insgesamt Monat, bei dem ich durchschnittlich 3,3 Sterne vergeben habe und sind wir ganz ehrlich, hätte ich nicht so viel abgebrochen, wäre es bei Weitem schlechter gewesen. Meine Buchauswahl ist im Moment nicht sonderlich gut. Am liebsten würde ich nur noch Krimis, glaube ich, lesen. Aber dann denke ich mir, wo bleibt da die Vielfalt für euch? Deswegen bin ich im Moment sehr am Schwanken. Ich hoffe, dass meine Buchauswahl nächsten Monat einfach noch besser ist, noch mehr zu meiner jetzigen Laune passt. Ich bin sehr gespannt, zu was ich alles greifen werde. Ich denke, es könnte im nächsten Monat vielleicht wieder ein bisschen in Richtung mädchenhafte Bücher gehen. Zumindest habe ich da ein bisschen was auf dem Sub und jetzt auch Lust, gerade daran zu gehen. Ansonsten halte ich mich, glaube ich, an Krimi nächsten Monat. Aber wer weiß, wir werden sehen. So, aber ich will euch von den Büchern berichten und nur weil ich sie nicht so toll fand, kann es doch gut sein, dass ihr sie ganz toll finden werdet. So, bevor wir aber anfangen, da irgendwo steht Dauerwerbesendung, weil ich hier über Bücher rede, es könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen, weil ihr dann sagt, hey, das hätte ich gerne oder das hätte ich jetzt nicht so gerne. Es ist auch ein Rezensionsexemplar dabei. Und das andere ist, dass unten in der Infobox alle Bücher für euch verlinkt sind und da sind Links zu Amazon, wenn ihr darüber irgendetwas kauft, bekommen wir Prozente, weil wir da im Partnerprogramm sind. Andere Sache ist, unten findet ihr Zeitstempel, also beziehungsweise ein Inhaltsverzeichnis. Da könnt ihr dann locker flockig von Kapitel zu Kapitel gehen, weil ich euch das nach Genre und teilweise auch nach Untergenre halt gepackt habe. Wenn ich von einem Genre mehr gelesen habe, packe ich euch ein Untergenre hin. Anstatt also Krimi kriegt ihr... Ach, was haben wir denn da? Einfach mal eine grobe Übersicht. Also, wir haben für euch Krimi... Ist alles nur Cozy Crime. Wir haben Romance, wir haben da historische Romanzen, davon habe ich nämlich zwei gelesen und wir haben eine ganz normale Romanze. Wir haben Jugendbücher, das sind vier Bücher. Wir haben dann noch Biografien und wir haben die Kategorie Kinderbuch, aber gar nicht so viel Unterkategorien bei diesem Mal. Weil, es ist relativ breit gefächert, es ist auch eine ganze Reihe dabei. Ja, was war euer Highlight in diesem Monat? Mein Highlight war Rosen und Seifenblasen, dazu kommen wir gleich noch. Obwohl das einen fetten Wermutstropfen für mich hat. Egal, ich fand es nicht ganz so toll, wie das Ganze geendet ist. Aber darüber reden wir gleich nochmal genauer. Und mein absolutes Highlight außerhalb dieser Buchreihe war wahrscheinlich Der Fluch der Hexe von Barbara Cartland, weil ich einfach megamäßig meine Freude hatte. Ich lese die ja als Satire und nicht als ernstzunehmende Bücher. Ja, also daran hatte ich auch richtig, richtig meine Freude. Ansonsten floppt diesen Monat waren die ganzen Bücher, die ich abgebrochen habe. Aber wie ihr wisst, über die habe ich ja gar keinen Bock zu reden. Ich habe auch eigentlich keinen Bock, über die 2-Sterne-Bücher zu reden und 3 Sterne. Ich rede lieber über Bücher, die ich mag. Und trotzdem, Lesemonat heißt... Lasst uns richtig intensiv über die Bücher reden und darauf freue ich mich jetzt also und wir beginnen mit den Krimis. Ja, der erste Krimi muss ich euch einblenden. Es ist Sheringham Band 7. Ja, ich habe weiter gehört. Ich höre die ja als Hörbuch bei Spotify. Und da geht es um die Leiche am See, im See. Irgendwie Leiche und See. Und das Buch hat von mir 3 Sterne bekommen, weil ich nicht ganz so begeistert diesmal war. Ich habe nicht ganz die Motivation verstanden. Könnte auch sein, dass ich 4 Sterne gegeben habe, aber ich glaube, es war eher so mittelprächtig 3. Es war ein okay Buch, konnte man gut hören, aber es war jetzt keins, wo ich gesagt hätte, oh mein Gott, wie geht's aus? Ich muss das noch gerade zu Ende hören oder irgendwie war begeistert gewesen wäre. Nein, es hat mich doch eher ein paar Sachen da gestört. Vor allen Dingen mag ich momentan die Chemie nicht, was heißt die Chemie, die Handlungsweisen von den Ermittlern Jack und Sarah nicht so gerne, weil ich sie nicht immer ganz schlüssig finde.
Ich weiß zwar nicht mehr, warum ich da angeeckt bin, aber da war auch irgendetwas. Naja, jedenfalls in Band 7 geht es halt darum, dass es eine Partnerstadt gesucht wird. Also ihr kennt das ja vielleicht mit diesen Partnerstädten. Wir haben auch welche, ich weiß nur nicht welche. Aber es soll eine Partnerstadt für Sheringham gesucht werden in Frankreich. Und jetzt sind diese ganzen Franzosen halt in Sheringham. Und da wird richtig aufgetischt in so einem Herrenhaus. Also die machen da alles. Es geht sogar ab in den Whirlpool. Und nur am nächsten Morgen ist derjenige, der am Ende doch noch das Ganze zum Kippen bringen wollte, dass es zu dieser Partnerschaft, Städtepartnerschaft kommt, der ist tot. Wer hat ihn umgebracht? Wer ist der Mörder? Wer hatte ein Interesse daran, dass dieser Deal unbedingt zustande kommt? Und leider stellt sich heraus, dass alle, die am Nebenabend da waren, außer Sarah, doch durchaus ihr Interesse daran gehabt hätten, dass derjenige stirbt. Ja. Und so kommt es wieder Jack und Sarah zu ermitteln. Wie gesagt, fand ich jetzt nicht ganz so toll. Aber Sheringham ist jetzt, Sheringham als Reihe kann ich euch absolut empfehlen. Ihr wisst, ich habe in den letzten Monaten die ganze Reihe bis zu Band 7 jetzt durchgezogen. Ich bin jetzt auch gerade aktuell bei Band 8, habe ich heute mit gestartet und ja. Ich kann euch die Reihe empfehlen. Es gibt schwächere Teile, es gibt bessere Teile, aber insgesamt mag ich die Reihe total gerne, obwohl so langsam würde ich mich freuen, wenn ich mich mehr in die Dorfidylle einleben würde. Mittlerweile nervt es mich auch ein bisschen, dass zwischen Jack und Sarah, ich wünschte, da würden die Funken sprühen, aber irgendwie wird schon recht klar gemacht, dass Jack zu alt für Sarah ist. Leute, im heutigen Alter, ist Alter da anderes als Zahlen? Ich meine mal, ab einem gewissen Alter, finde ich, sind Zahlen irrelevant. Dann spielt es keine Rolle mehr. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt 3 oder 6 Jahre alt bin. Es ist ein Unterschied, ob ich 14 oder 18 bin. Es ist ein Unterschied, ob ich vielleicht noch 23 oder 28 bin. Aber ab da, finde ich, ist es total verwässert und Zahlen sind nur noch Zahlen. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber so langsam, ich weiß es nicht. Ich hoffe, die Reihe wird mir jetzt wieder besser gefallen. Ich habe jetzt ja auch eine kleine Pause dazwischen gehabt. Das war am Anfang des Monats. Jetzt, am Ende des Monats höre ich den nächsten Teil. Und ich hoffe einfach, ich komme wieder richtig in diese Reihe rein und die nächsten Teile. Weil es war jetzt der zweite hintereinander, glaube ich, den ich als schwächer empfand. Ich hoffe sehr, dass mich die Reihe wieder richtig packen kann. Das hatte ich ja auch schon bei Klostermord und Deutsche Vita, dass so zwischenzeitlich die Reihe nicht ganz so war, wie ich gehofft habe. Und dann kamen wieder Bände, die ich richtig toll fand. So, dann habe ich eine Krimireihe, auch einen zweiten Band gelesen. Und das ist Mörderische Familienbande von Anne George. Dazu gibt es ein Video und zu Sheringham übrigens auch. Verlinke ich euch unten. Aber von Anne George, der erste Band ist nicht auf Deutsch erschienen. Ihr beginnt also im Deutschen mit O, du Mörderische, ein Weihnachtskrimi, den ich auch nicht zu Weihnachten gelesen habe. Mörderische Familienbande kann ich euch total empfehlen. Fand ich noch besser als O, du Mörderische. Ich lebe mich gerade wunderbar in dieser Familie ein. Also da habt ihr wirklich diesen Einlebungseffekt. Man kennt die Charaktere. Ich mag es vor allen Dingen, wie die Dynamiken sind zwischen ihnen. Die Gespräche wirken sehr real und auch dieses, dass sie immer etwas nebenbei zu machen scheinen. Also es ist nicht so, wie wir müssen jetzt reden, wir setzen uns jetzt hin und sind ganz ernsthaft dabei. Nein, meistens wird irgendwie nebenbei aufgetischt oder dekoriert oder irgendwo hingefahren. Es wirkt also von den Dynamiken halt sehr real auf mich. Und in Teil 2 geht es um Ahnenforschung. Und wieso ist Ahnenforschung manchmal gefährlich? Es beginnt mit einer Hochzeit, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, diese ganzen Charaktere. Und beim Krimi ist es wichtig, dass ihr euch auch die Nebencharaktere merkt, weil jeder könnte der Mörder sein. Und ich habe echt gedacht, bei dem Cast, du steigst nicht dran lang. Du weißt nicht, wen du dir jetzt merken sollst und wen nicht. Später reduziert es sich auf einen sehr geringen Cast. Aber am Anfang dachte ich, das ist too much, das ist zu viel, aber es hat sich dann halt reduziert und jedenfalls auf dieser Hochzeit ist auch eine, die macht
Familienforschung. Und die wird gleich auf der Hochzeit auch beleidigt. Jemand ist ganz aufgebracht von ihren Kunden, weil sie da etwas in dem Stammbaum entdeckt hat, was diejenige da nicht drin haben will. Einen Verwandten, der auch besser nicht auftaucht. Und sie ist mega sauer. Ja, und dann treffen sie sich mit dieser guten Frau noch zum Mittagessen. Also die beiden Ermittlerinnen, Patricia, Anne und Mary. Oh Gott, Mary Jane, glaube ich. Die beiden treffen sich jedenfalls mit der dann auch noch zum Mittagessen nach der Hochzeit. Und man hat ein nettes Mittagessen. Dann kommt noch ein Richter vorbei, der sagt, na, ich habe hier noch ein paar Familiensachen entdeckt, weil der auch das Hobby Stammbaumforschung hat. Und sie geht mit ihm mit und dann kommt die nicht wieder. Und dann begegnen sie dem Richter, der völlig außer sich ist, weil diese Frau gerade Selbstmord begangen hat. Und war es ein Selbstmord? Das Schöne ist, dass wir diese Schwestern einfach hineingezogen werden in die Geschichten. Ihr habt jetzt nicht diese Ermittler wie Sarah und Jack, die sich einmischen in die Sachen, die beauftragt werden. Nein, hier die beiden landen in ihren Fällen durch pure Höflichkeit, weil sie Leuten die Tür öffnen, weil sie fürsorglich sind, weil sie sagen, komm, setz dich erstmal, kriegst einen Schluck Tee oder Whisky oder eine Valium, was auch immer du gerade brauchst. Aber sie werden halt reingezogen durch ihre Höflichkeit, durch pure Freundlichkeit landen sie immer in den Fällen drin. Und da kann der Mann von ihr zum Beispiel immer noch sagen, du, aber hier jetzt nicht ermitteln, so nach dem Motto, es geht nicht anders. Sie ist einfach nur nett und das ist das Problem. Also ich kann euch diese Reihe wärmstens empfehlen. Sie ist zwar ein wenig älter, sie ist von 1900, ich glaube, das ist 1997, aber ich finde, das ist auch Teil der Charmes. Es ist nicht so outdated, dass ihr nicht mehr damit klarkommen würdet, dass es jetzt schon fast historisch wäre. Aber es sind so Kleinigkeiten, die mich zum Beispiel an Kindheit erinnern und in denen man auch einfach sieht, wie weit die Digitalisierung fortgeschritten ist und wie wenig wir uns vielleicht auch manchmal noch damit einfühlen können in eine Zeit vor Smartphones, weil man immer denkt, warum tippt sie die nicht gerade an oder so. Nein, so oft passiert das hier nicht, aber manchmal denkt man schon, heutzutage wäre es anders. Also gerade auch bei der Digitalisierung von diesen Kirchenregistern und Sterberegistern und so weiter sind sie ja doch, ist es heute sehr viel einfacher, Ahnenforschung zu betreiben, was ich auch sehr interessant fand. Hat mich über das ein oder andere nachdenken lassen, gerade zum Thema Stammbaumforschung. Wie sinnvoll finde ich das Ganze? Ist es gut? Ist es wichtig? Sollte man seine Ahnen kennen? Sollte man wissen, woher man stammt? Oder ist man einfach ein Individuum, das einfach entscheidet, wie das Leben ist? Muss ich wissen, von wem ich die blauen Augen habe oder von wem ich die Gesichtsform habe oder was auch immer? Oder kann ich einfach nur meine eigene Person sein? Das ist einfach etwas, was bei mir, ja, weil sie sich halt sehr intensiv auch mit dem Thema beschäftigt, was heißt sehr intensiv, aber es wird sich halt mit dem Thema beschäftigt und da tauchten dann schon so die einen oder anderen Fragen bei mir im Kopf auf. Möchte ich überhaupt meinen Stammbaum kennen und wie wichtig ist das Ganze? Und was ist, wenn ich da einen schwarzen Fleck entdecken würde, jemanden, der viel Unheil zum Beispiel auf die Erde gebracht hat. Damit geht man nicht hausieren. Aber wie käme ich damit klar zu wissen, dass ich zum Beispiel von einem Massenmörder abstamme oder so? Das sind schon Sachen, nicht, dass es hier explizit darum geht, aber es sind einfach kleine... Ich habe bei diesem Buch zu denken angefangen und das mochte ich total gerne dabei. Und ich habe die ganze Reihe, ich freue mich also auf die nächsten Teile und es ist ja auch eine sehr, sehr schöne Ehe beschrieben. Also Patricia, nee, wie heißt denn jetzt nochmal? Patricia Ann, genau. Patricia Ann erzählt die ganze Geschichte und ihr Mann Fred haben einfach eine so liebevolle, tolle, respektvolle Ehe, die nicht kitschig ist, sondern einfach, man merkt, sie sind eine Einheit, die über Jahre gewachsen ist. Ich weiß nicht, sie sind, glaube ich, 40 Jahre verheiratet oder so. Und ich mag diese Bücher, genauso wie die beiden Schwestern einfach super gut funktionieren. Es ist also eine Reihe, die auch keine Fortsetzung mehr bekommt, weil die Autorin tot ist. Also ja, ich habe alle hier liegen. Außer die englischen. Das sind zwei Bände, sind nicht übersetzt worden.
So, dann kommen wir zu den historischen Romanzen. Ja, historische Romanzen ist ja irgendwo auch so ein bisschen mein Genre. Ich glaube, da muss ich auch noch mehr von lesen. Übrigens, Mörderische Familienbande 4 Sterne. Jetzt kommen wir zu einem Buch, das hat von mir 3 Sterne bekommen. Es hatte super gut angefangen und dann war es leider ein bisschen für mich verschossenes Potenzial, weil ich da doch lieber es ein bisschen actionreicher gehabt hätte. Es ist von Maggie Robinson, ein Skandal in Schottland. Und am Anfang war ich hin und weg. Ich dachte einfach, oh, das ist mein Buch, das macht so viel Spaß. Ich glaube, das ist auch ein Teil einer Reihe. Ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass es davor schon ein Band gegeben hat, in dem der Hauptcharakter eine Nebenrolle gespielt hat. Aber ihr könnt den vollkommen frei und unabhängig voneinander lesen. Also da könnt ihr jetzt sofort reinstiefeln und könnt das als Einzelband wirklich betrachten. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es davor schon etwas gegeben hat. Ja, ein Skandal in Schottland. Es geht um, lasst mich nachgucken, ob ihr Name hinten drauf steht. Ja, es geht um Mary Eversong. Ja, genau. Es geht um Mary Eversong. Und Mary ist halt schon eine alte Jungfer. Ich weiß nicht, ich glaube, sie ist Mitte 20, aber noch eher auf dem Anfangsbereich, glaube ich, oder 27. Egal, jedenfalls, sie ist in ihren 20ern. Sie ist eine alte Jungfer. Sie ist halt nicht abgeholt worden. Es spielt. Wann spielt denn das? Es gibt schon Autos. Toll vorbereitet. Es spielt 1904. Also, sie ist halt, sie ist halt nicht unbedingt vermittelbar gewesen. So, und dann hat sie bei ihrer Tante angefangen, die eine Agentur hat für Partnervermittlung. Das macht sie. Sie vermittelt aber auch Bedienstete. Sie hat halt so eine, wenn Leute Probleme haben oder so und Angestellte oder irgendwas brauchen, sie wenden sich an die Agentur ihrer Tante. Nur ihre Tante hat es. Ist gesundheitlich nicht ganz so auf der Höhe, deswegen leitet jetzt Mary die Sache. Aber Mary nimmt man nicht ganz so ab, oder die Tante hat gleich gesagt, so kannst du bei meinen Kunden nicht auftreten. Die werden dich nicht ernst nehmen, wenn du ein junges Mädchen bist. Die denken dann, du hast null Lebenserfahrung. Deswegen spielt sie die Rolle ihrer Tante und macht sich sehr alt fertig. Ja, jetzt kommt aber der gute. Oh Gott, was war es? Ist er ein Lord? Wahrscheinlich ist er ein Lord. Lord Alec Raeburn. Alec Raeburn, ein Lord mit einem miserablen Ruf, kommt jetzt in diese Agentur von ihr und bittet sie um Hilfe. Und zwar steht er in dem Ruf, seine Frau ermordet zu haben. Und er hat sie nicht ermordet. Auch wenn sich da niemand so ganz sicher ist, ob er jetzt vielleicht da auch lügt, aber er sagt, er hat sie nicht ermordet. Das war ein österreichischer Arzt, der oben in Schottland praktiziert bei so einem kleinen Kurort, also beziehungsweise so eine Kurklinik, die da gerade aufgebaut wurde. Und da war seine Frau halt Patientin und hat sich in den Arzt verliebt und hat dann Selbstmord begangen wegen dem Arzt. Und er kann ihm nichts nachweisen, oder er könnte, wenn er nicht so ein Gentleman wäre. Er möchte aber Rache an dem Arzt. Er möchte nicht mehr, dass der praktiziert. Er möchte, dass der jetzt abgesägt wird. Und deswegen sucht er eine junge Schauspielerin, die den Arzt verführt und wo man dann sagen kann, haha, er verführt seine Patientin. Und sie nimmt es an. Den Job. Ja. Und deswegen reist sie jetzt nach Schottland, nicht mehr als alte Frau, sondern ihre Tante kommt tatsächlich auch mit. Und sie gibt jetzt das junge, unbedarfte Mädchen, die nur krank ist, die nichts vom Leben versteht, die einen Bruder hat, der nur auf ihr rumhackt und die sehr reich geerbt hat, aber letztlich völlig verschüchtert ist und niemals irgendeinen Mann in ihre Nähe lassen würde. Und natürlich Lord Alec Raeburn, der sie ja beauftragt hat, ist auch untergekommen in dieser Klinik, um das Ganze im Auge zu behalten und sie in der Not beschützen zu können. Ich finde, das hört sich alles ziemlich gut an. Es kommt sogar noch am Schluss zum Showdown, das ist
ziemlich gut fand. Ich mag das, wenn es actionlastig dann wird. Ich hatte meinen Spaß auf der einen Seite an diesem Buch, auf der anderen Seite, und das ist der große Minuspunkt, warum es nur bei mir für 3 Sterne bekommen hat, wäre da so viel Story gewesen, so viel Spannung gewesen, so viel Interessantes gewesen, und letztendlich zieht sich's in der Mitte hauptsächlich um diese Verführung von der Lieben oder unbedarft, nein, ganz unbedarft ist sie nicht, von Mary halt, die, ihr wisst, die ja die alte Jungfer ist, und ja, Lord Rayburn findet sie natürlich auch schicki, das könnt ihr euch auch denken, und es war einfach langweilig, richtig gehend langweilig. Ich wollte da meine Story haben, ich wollte, dass der Arzt überführt wird, ich wollte, dass das richtig in Action und Schlägerei und sowas aufgeht, und ich habe das tatsächlich dann auch noch bekommen, aber dazwischen war gehende Langeweile, weil es nur um die Anziehungskraft zwischen den beiden Protagonisten ging, und darunter ist die Story völlig verschütt gegangen zwischenzeitlich, und auch die Charaktere wurden auf, ich finde ihn so toll, reduziert. Und es hätte einfach so viel mehr sein können. Werde ich die Autorin doch nochmal lesen? Ja, ich denke schon, weil so habe ich mich sehr gut amüsiert. Nur, wie gesagt, es ist leider nur ein 3-Sterne-Buch gewesen, was ja vollkommen okay ist. Es ist ein okay Buch, nichts Weltbewegendes für mich. Und ja, ich hatte trotzdem meine Freude. 3-Sterne-Bücher sind, ich mochte es irgendwo ja schon. Es hat nicht wehgetan, es zu lesen. Es hat mir eine doch durchaus entspannende Zeit gebracht. Es gab nur ein paar Minuspunkte, über die ich nicht hinwegsehen kann. Und deswegen ist das hier ein 3-Sterne-Buch geworden. Aber ich werde trotzdem zu der Autorin weitergreifen. Und ich wünschte einfach, es wäre mehr daraus gemacht worden. Ich lese diese Bücher ja zwar auch wegen der Liebesgeschichte, aber ich finde, da unter der Liebesgeschichte dürfen nicht Charaktere und halt auch die Story platt gemacht werden, weil es nur um sexuelle Anziehungskraft geht. Und das war hier leider streckenweise echt übelst. So, aber manche Leute lesen gerade deswegen diese Bücher. Also deswegen, wenn ich ein Buch schlecht finde oder so, lasst euch deswegen auf keinen Fall abschrecken. Oder wenn ich ein Buch finde, gut finde, lasst euch nicht überzeugen, dass ihr es auch gut finden solltet. Weil jetzt kommen wir zu einem anderen historischen Liebesroman, und das ist Der Fluch der Hexe von Barbara Cartland, und dem habe ich tatsächlich 5 Sterne gegeben. Ihr wisst es, Cartland lese ich als Satire. Das heißt, ich nehme das nicht ernst. Das sind völlig überzogene, nicht mehr zeitgemäße Kitsch-Romane. Sie ist die Königin des Kitsch. Also da singen wirklich die Englein, wenn sie sich dann irgendwann haben, hören sie die Englein singen, und das ist jetzt nicht überzogen. Es steht so in den Büchern. Es sind Plotlöcher drin, und die werden hier zum Beispiel, wird das alles dann unter den Tisch gekehrt. Das muss die Kraft der Liebe gewesen sein, dass ich so stark war. Das muss die Kraft der Liebe gewesen sein, dass ich wusste, wo du bist. Das muss die Kraft der Liebe gewesen sein, dass ich aus dem Fenster geguckt habe, um zu sehen, dass dir da jemand was Böses will. Ja, genau so ist es. Und ich sehe sie deswegen als Satire auf eins meiner liebsten Genre, und deswegen habe ich so viel Freude daran. Auch hier ist die Protagonistin wieder hemmungslos naiv und so gut, dass es nicht auszuhalten ist, doch ist schon auszuhalten. Ich mochte sie auch irgendwo, aber es ist so, wisst ihr, da hat sie eine bösartige Cousine, die wirklich sehr ehrgeizig ist, und sie nicht, ja, sie versucht zu übervorteilen und so weiter und auch nicht mehr mit Hermia, unserer Protagonistin, gesehen werden will. Aber Hermia, wenn sie dann böse über sie denkt, wenn sie richtet über sie, noch nicht mal böse denkt, noch nicht mal sagt, was für eine blöde Piep, sondern dass sie wirklich denkt, dass sie schon sehr ehrgeizig ist und dass das nicht richtig ist, dann denkt sie, ich richte über sie. Das darf ich nicht tun. Da muss man sich sofort wieder zusammenreißen. Man darf nicht über andere Leute richten. Das ist natürlich, wenn man es ernst nimmt, schwer zu verdauen. Wenn man es nicht ernst nimmt, kann es die Freude schlechthin sein. Und für mich ist es einfach die megamäßige Freude schlechthin. Ich habe es als Hörbuch bei Spotify gehört, und am Schluss hatte Mar noch ein bisschen was mitbekommen. Sie hat gesagt, es kann nicht dein Ernst sein. Also wirst mich niemals von Cartland überzeugen können. Aber für mich ist es die
reinste Satire. Ich habe so meinen Spaß dabei. Ich freue mich über, also bis jetzt habe ich mich über jeden Cartland bestens amüsiert und hatte mega meinen Spaß. Und sie war ja nicht umsonst die Autorenentdeckung letztes Jahr für mich. Und ich freue mich einfach auf viel, viel mehr Zeit, die ich mit Cartland halt verbringen kann. Hier habt ihr noch dieses große Thema Aberglaube. Es geht um ein Dorf, das da ist, wo die Leute wirklich noch an, ja, Feen, Hexen, Magie halt glauben. Nicht, dass da wirklich Magie, ihr seid übrigens in der Regency-Zeit, nicht, dass da wirklich Magie ist, aber in den Wald dürfen wir nicht gehen. Da war mal früher, da hat eine Hexe gewohnt und die tanzt jetzt noch des Nachts mit dem Teufel durch den Wald. Und dann Herr Meier glaubt an Elfen und Feen, die sie auch beschützen. Und ihre Mutter kann halt, ist eine weiße Hexe, so sagen die Dorfbewohner. Sie kennt sich einfach aus mit Kräutern und benutzt sehr viel Honig zur Wundheilung und so weiter. Also das mochte ich. Ich mochte das Buch. Also nicht nur, dass ich es als Satire sehe, aber ich mochte auch den Kern des Buches. Es ist für mich einfach eine hemmungslos geniale Mischung, die mir genau die gute Zeit gibt, die ich manchmal brauche, dass ich lachen kann, dass ich aber trotzdem irgendwo mich dem Buch verbunden fühle. Und hier geht es, also es geht halt um Hermeia, die und einen Lord, Fragezeichen, oder nee, ich glaube, es ist ein Marquis. Und dieser Marquis, dem trachten einige Leute nach dem Leben. Und obwohl unsere Protagonistin hier so naiv ist und so gut und rein und eigentlich die Jungfrau in Nöten ist, oder die Jungfrau in Nöten sein müsste, rettet sie dem tollen Typen immer wieder den Hintern. Ja, was ich auch eigentlich gut finde. Es ist natürlich, das muss ich gleich dazu sagen, politisch nicht mehr korrekt. Es ist aus der Zeit gefallen. Das bedeutet, es werden Zigeuner genannt, also auch so genannt, der Begriff taucht auf und sie werden halt abklassifiziert. Aber so werden auch Theaterleute abklassifiziert oder Leute, die sich mit dem Zirkus rumtreiben. Es ist also für mich ein Spiegel der Zeit, ist ja, wie es damals war. So, das zum Thema historische Romanzen. Jetzt sind wir bei den normalen Romanzen, das habe ich auch gehört. Das war auch bei Spotify natürlich, im Palazzo der heimlichen Träume. Das hat 4 Sterne von mir gekriegt. Ich bin mit 0 Erwartungen, also wirklich 0, gar nichts an Erwartungen rangegangen und muss sagen, ich hatte trotzdem meine Freude, meinen Spaß und ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie eingelebt. Bei diesen Büchern erwarte ich eigentlich nicht, dass das Atmosphäre aufkommt. Aber dieses Buch hat es tatsächlich geschafft, mich ein wenig nach Venedig zu entführen. Es beginnt halt Venedig, Karneval, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Nein, ich weiß wirklich nicht mehr, wie sie heißen. Jedenfalls treffen wir da die Protagonistin, die auf dem Weg ist zu einer Karnevalsparty. Sie hat 100 Euro Eintritt bezahlt und das ist für sie verdammt viel Geld, weil sie in einem kleinen Hotel halt jobbt. Und ja, jetzt hat sie ihre Freundin aus dem Blick verloren. Sie weiß nicht, wo sie ist. Sie hat sich verlaufen und ja, da taucht ein Mann auf und ja, er ist ihr Retter in dieser Sekunde. Und nimmt sie mit auf eine richtig luxuriöse Party. Und ja, diese Party ist nicht ganz ohne Folgen. Und ihr habt halt eine normale Liebesgeschichte, wie sie in diesem Roman halt so ist. Und ich fand es einfach schön. Auch hier sah ich einfach wieder viel verschossenes Potenzial. Ihr habt ja am Anfang wird sich viel Zeit genommen, über diese Karnevalsparty und das Kennenlernen zu reden. Und dann rattert das durch. Ich habe trotzdem 4 Sterne gegeben, weil es einfach mehr ist, als ich sonst erwarte bei diesen Büchern. Aber es rattert dann ab einer bestimmten Zeit nur noch dadurch. Und dabei wäre da so viel Potenzial für eine Geschichte gewesen. Ja, ich hätte da gerne mitbekommen, sie fahren dann auch noch in ein kleines italienisches Dorf. Ich hätte da noch gerne mehr Zeit verbracht. Sie muss sich an eine neue Rolle in ihrem Leben gewöhnen. Auch da hätte ich gerne gesehen, wie sie sich langsam einlebt. Aber ja, leider ist dem nicht so.
es wurde halt wieder viel zu sehr der Fokus, für mich viel zu sehr der Fokus auf die Liebesgeschichte, auf die, nein, nicht mal Liebesgeschichte, auf die Bettszenen gelegt. Und wie dieser ganze Platz, also es hätte locker 100, 200 Seiten mehr haben können. Und ich wäre begeistert gewesen, noch mehr halt in diese Welt und mit den Protagonisten halt zu erleben und auch deren Entwicklung wirklich noch mehr mir ansehen zu können aus der Nähe. So, dann kommen wir zu den Jugendbüchern. Die Jugendbüchern starten auch mit einem Hörbuch. Also hätte ich Hörbücher nicht gehört, wäre es echt lau gewesen diesen Monat. Nicht, weil ich nicht viel gelesen habe, aber weil ich so viel abgebrochen habe. Ist Zeugenkussprogramm gewesen. Und Zeugenkussprogramm hat von mir 3 Sterne bekommen. Ich mochte es auf der einen Seite, auf der anderen Seite hatte es viele Sachen, bei denen ich gesagt habe, weiß ich nicht. Ich war auch am Überlegen, ob ich jetzt Teil 2 noch lesen sollte. Das spielt dann in New York, aber ich glaube, ich lasse es. Also es geht um, ich weiß wirklich nicht mehr, wie sie heißt, es tut mir leid. Wir begegnen ihr jedenfalls in Berlin. Sie fährt mit ihrer Oma durch die Gegend, die der knuffigste Charakter im ganzen Buch ist. Das ist halt, ich glaube, Oma Gerti, ich weiß es aber nicht ganz genau, ob sie wirklich so heißt. Und die sitzt neben ihr auf dem Beifahrersitz und spricht Liebesromane, also leidenschaftliche Liebesromane halt auf Band, also um... Sie diktiert die halt. Und sie ist halt eine große Liebesromanautorin. So, und hinten sitzt der neue Lover ihrer Mutter, den sie zum Anwalt kutschieren muss. Der hat gerade den Führerschein halt, musste er abgeben. Und jetzt ist sie auch ein bisschen für ihn zuständig, dass er von A nach B kommt. Sie traut dem Typen nicht ganz so. Und vor allen Dingen traut sie ihm nicht, weil da, oder traut einem Typen nicht, der immer auftaucht, wo ihr... Ja, wo der Lover ihrer Mutter halt auftaucht. Sie ist da misstrauisch, sie konfrontiert ihn auch damit, sie ist überhaupt jetzt ein bisschen auf der Hut. Und das ist auch gut so, weil als sie abends von einer Party nach Hause zurückkommt, merkt sie, da sind Leute rund ums Haus. Da war jemand irgendwie im Carport und sie ruft die Polizei an. Die nehmen sie erst gar nicht so ernst, weil sie gesagt hat, okay, ich glaube, da ist ein Dieb im Carport. Ist es denn abgeschlossen? Nein, aber da stehen Sachen rum. Ja, dann ist es kein Einbruch, so nach dem Motto. Aber das wird ruckzuck verflucht ernst und endet dann damit, dass ihre Mutter angeschossen wird und ihr... Der Freund ihrer Mutter halt auch, von dem wollen nämlich Leute etwas und sie wollte man auch anschießen oder erschießen, aber im letzten Moment kam die Polizei. Und da kommen, ich habe euch noch nicht zu viel erzählt, weil es heißt ja nicht umsonst Zeugenkussprogramm und sie werden jetzt halt ins Zeugenschutzprogramm genommen und müssen ganz woanders neu starten. Es ist nicht ganz woanders, das ist schon so der erste... Hinkefuß in dem Roman. Es ist der Geburtsort ihrer Oma. Ich finde, das ist ein bisschen nah dran gewesen. Vor allen Dingen, weil man sie da auch noch kennt. Oder sie sich, ja, ich glaube, einen Charakter kennt sie. Aber ich fand das ein bisschen sehr nah. Dennoch, für sie ist es total abgelegen für unsere Protagonistin. Aber das Gute ist, dass sie einen... sagen wir sexy Bodyguard zur Seite gestellt bekommt, der ihr helfen soll, sich dann auch in der Schule nicht zu verplappern, weil sie macht gerade das Abi, sie ist im letzten Jahr. Ja, also 3 Sterne. Ich fand es nicht immer ganz logisch. Ich habe mich, ich fand die Liebesgeschichte nicht wirklich, also ich konnte sie nicht wirklich nachvollziehen. Es war einfach nicht ganz so meins. Viele Leute lachen über das Buch. Ich fand außer Oma nicht zum Lachen oder zum Schmunzeln oder sonstiges. Ich habe auch den Humor tatsächlich überhaupt nicht darin erkannt. Es wird auch spannend. Ja, ich war ein bisschen auf der falschen Fährte, muss ich auch zugestehen. Aber nur ein bisschen, slightly off. Aber ja, insgesamt 3 Sterne und das ist auch wirklich gut. Und ich bereue es nicht gelesen zu haben. 3 Sterne ist wirklich dieses... War ganz okay und es war auch wirklich ein okay Buch. So, dann kommen wir zu der Reihe, wo ich sage, absolutes Highlight bis. Ihr habt Band 1 Rosen und Seifenblasen. Es ist die Verliebt in Serie-Reihe von Susanne Kaiblinger. Ihr habt hier zwei
Handlungen. Ihr habt einmal eine Handlungslinie, die in New York spielt und eine, die in einer fiktiven Seifenopernwelt spielt, auf der Isle of Roses in Ashford Park. Oh Gott, ich komme jetzt nicht auf den Titel. Ich weiß es jetzt nicht mehr, wie genau es heißt. Aber es beginnt halt damit, dass Abby ihre Schwester vor dem Fernseher vertreiben will. Sie will, dass Deborah jetzt Platz macht. Und Deborah will nicht, weil die ist völlig besessen von dieser britischen Seifenoper, die jeden Tag auch wirklich ausgestrahlt wird. Also nicht, wie wir es hier kennen, dass am Wochenende ausgesetzt wird. Und ja, sie ist besessen. Und kaum erklingen die Geigentöne der Titelmelodie, fängt Abby an, sich aufzulösen und landet direkt in dieser Serie. Auf dem Rasen, auf dem geheiligten Rasen von Tante Gladys. Und sie wird erstmal fürs neue Hausmädchen gehalten, aber Tante Gladys ist dann doch überzeugt, dass sie von der Linie ihres Mannes abstammt. Und ja, es ist schon strange für Abby, aber nichtsdestotrotz aufregend. Vor allen Dingen, weil sie nicht weiß, ob sie da wieder rauskommt. Ich werde es euch so weit verraten, sie kommt da wieder raus. Aber jeden Abend um 7 heißt es wieder, auf nach Ashford Park. Und darauf hat sie keinen Bock, wie ihr euch denken könnt. Sie kann nicht mehr die Abende richtig verplanen. Sie ist 14 Jahre übrigens. Sie kann nicht mehr mit Freunden irgendwas unternehmen oder so. Nein, sie löst sich auf und eine Stunde später ist sie wieder in der richtigen Welt, während in der Serienwelt ruhig auch mal einen Tag oder länger vergehen kann. Erster Band. Großartig. Ich habe mich bestens amüsiert. Man muss ein bisschen, also ich habe es ja schon mal gelesen. Da war ich nicht ganz so zufrieden mit dem Schreibstil. Es ist halt ein sehr junger Ton. Aber diesmal habe ich das genossen. Ich mochte auch die, ja, Wortspiele ist zu viel, aber wie sie redet, das mochte ich. Da wie Textilkatastrophe zum Kleid oder sowas. Ich mochte diese Wortfindungen, die sie manchmal hat. Die Hauptperson ist sehr impulsiv. Sie ist halt im schlechtesten Sinne ein Teenager, zumindest in Teil 1. Es verbessert später. Da konnte ich oftmals im ersten Band nicht ihre Handlung in irgendeiner Weise nachvollziehen, außer dass sie, ja, aber musste ich auch nicht. Ich musste ihre Handlung nicht nachvollziehen können, um daran Spaß zu haben. Es geht hoch her. Ihr habt den Serienschönling Julian. Ihr habt seinen nörgeligen Bruder Jasper. Ihr habt Lady Ashford, die sehr snobistisch ist. Ihr habt Tante Gladys, die sich mit Lady Ashford, ich glaube Ashford, ich komme mit diesen ganzen Ashtons und Ashdowns und so weiter durcheinander, die in den Büchern immer auftauchen. Aber Tante Gladys, die ordentlich Paroli bietet, die sehr eigen ist. Ihr habt wirklich diese Seifenopernkulisse, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe. Und auf der anderen Seite habt ihr halt noch das New York, in dem sie versuchen herauszufinden. Erstens, was ist das? Wieso löst sich Abby auf einmal auf? Und das zweite ist, wie können wir das stoppen? Weil Abby möchte nicht ihr Leben zweigeteilt leben. Ja, wenn man schon mal gelesen hat, sieht man auch im ersten so den einen oder anderen Hinweis, wie es in den kommenden Bänden weitergeht. Den zweiten Band fand ich auch richtig gut. Es endet mit einem Cliffhanger. Also es endet mit einem richtig fetten Cliffhanger im ersten und im zweiten halt auch. Das aber passt zu den Büchern, weil es halt wirklich um auch Seifenopern geht. Dritter Band ist mein Problem bei der ganzen Reihe. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, wie es ausgeht. Das kommt wahrscheinlich daher, dass ich den dritten Teil so absurd finde, dass ich ihn gleich mal komplett aus dem Kopf gestrichen habe. Er hat nicht mehr Großbodenhaftung, es geht alles drunter und drüber. Sicher, es ist irgendwo erklärt, aber wir galoppieren durch eine strange, skurrile Handlung, die für mich alles irgendwo kaputt gemacht hat. Und deswegen ist das jetzt auch nur eine eingeschränkte Empfehlung, weil ich Teil 1 und 2 5 Sterne gegeben habe und Teil 3 2 Sterne gegeben habe. Teil 3 war wirklich für mich nicht das, was ich mir erhofft habe. Es war kein würdiger Reihenabschluss für mich. Und ich hätte mir das mehr gewünscht. Das hätte sich jetzt noch über ein paar
Bücher gezogen, vielleicht noch zwei weitere Bücher oder so. Es war viel Potenzial drin, es sind interessante Charaktere, aber dann wird das so dadurch gescheucht und am Ende, ja, es wird einfach nur noch ganz schnell zu einem sehr kuriosen Ende getrieben und Band 3, wie gesagt, es erinnert mehr an einen Traumtrip, als das ist, oder an einen Drogentrip oder so, als dass es wirklich an ein Buch erinnert, das ernsthaft gemeint ist. Und das ist schade, weil ich die ersten beiden Bände richtig, richtig toll fand. Und für mich hätte es auch einfach so weitergehen können. Für mich hätte nicht diese Auflösung, warum sie in der Serie landet oder so, zumindest nicht so früh. Es hätte einfach ja nicht so überstürzt sein müssen. Schade. So, nächstes Buch, was ich habe, ist dann Elizabeth. Elizabeth habe ich jetzt ja wie viele Jahre dran gesessen? Es waren reichlich Jahre. Ich kann euch diese Biografie nicht empfehlen. Also ich weiß, manche mögen sie wegen ihrer Ausführlichkeit. Mich hat es immer wieder rausgeholt, weil dann noch über Menschen geredet wurde. Sicherlich spielt das ja alles bei Elizabeth rein. Aber ich glaube nicht, dass ich Elizabeth jetzt besser kenne. Die Queen. Durch dieses Buch oder dass ich irgendwelche Zusammenhänge besser verstanden habe. Es sind ein paar Anekdoten drin, die mich interessiert haben, aber im Grunde genommen war das eher auf der trockenen Seite der Biografien. Und ich weiß, viele von euch lesen nicht gerne Biografien, wollen aber gerne damit anfangen. Und da würde ich euch dieses Buch, so schicki es aussieht, ich mag es total vom Optischen, würde ich es euch nicht empfehlen. Ich habe, wie gesagt, länger dafür gebraucht. Es endet auch 1996. Also noch vor Dianas Tod endet diese Biografie. Das heißt, die ganze Neuerfindung der Monarchie, die gekommen ist, der Imagewandel oder beziehungsweise, dass die Queen dann auch PR-Berater bekommen hat und auch Charles dann aufgebaut wurde ja in bestimmte Rollen, jetzt gerade ja als Großvater aufgebaut wurde. Das dann ja wirklich am Image geschraubt wurde, damit die Monarchie überleben konnte nach Dianas tragischem Unfall. Das ist natürlich alles hier nicht mit drin. Und ja, ich würde sie euch nicht empfehlen, diese Biografie, wenn ihr Biografie-Neulinge seid und wenn ihr nur ein lauwarmes Interesse an der Queen habt. Da gibt es sicherlich andere, interessantere Bücher. Ich habe ja noch ein bisschen was über die Queen auf dem Sub stehen. Vielleicht kommen wir irgendwann mal dazu, dass ich euch eine Bio, die ich besser finde, vorstellen kann. Also hiervon war ich nicht ganz so überzeugt. Exemplar. Es ist Karl und ich, die Geschichte einer besonderen Freundschaft von Baptiste Giabiconi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es ist ein Buch, das die Muse von Karl Lagerfeld geschrieben hat. Die letzten 10 Jahre war Baptiste mehr oder minder an seiner Seite und Untertitel ist halt die Geschichte einer besonderen Freundschaft. Ich bin sehr enttäuscht von diesem Buch. Ich habe gedacht, dass die Muse von Karl Lagerfeld noch andere Blickwinkel halt auf Karl Lagerfeld werfen könnte, dass er mir noch ein tieferes Verständnis für den Charakter, für das Leben, das Werk, für irgendwas geben könnte. Aber im Großen und Ganzen ist das ein extremst oberflächliches Buch. Es hat einen sehr authentischen Schreibstil, also ihr habt sehr viel Umgangssprache, gemixt mit Fremdwörtern, gemixt mit französischen Ausdrücken. Es wirkt sehr authentisch und er ist sehr respektvoll. Das muss ich dazu sagen, es ist ein sehr respektvolles Buch. Aber ich habe das Gefühl, dass es extrem oberflächlich ist. Es ist nichts, weil es hat mir nichts gegeben. Kein besseres Verständnis, keinen besseren Einblick. Es war weder atmosphärisch oder emotional oder gedanklich irgendetwas dabei, wo ich gesagt hätte, ja, dafür hat es sich gelohnt, es zu lesen. Es war wirklich vergebene Lesenszeit für mich. Es kam mir vor wie eine leere Blase, weil er hatte nichts zu sagen, was ich nicht aus... Und ihr wisst, ich habe viel über Lagerfeld gelesen. Ich habe mehrere Bücher von Karls Assistent damals habe ich gelesen. Dann habe ich gelesen die von Paul Sahner. Ich habe die von Alfons Kaiser gelesen, die übrigens auch ein Rezensionsexemplar gewesen ist. Ich habe Dokus gesehen und Interviews, aber das hier ist wirklich der Karl, den ihr aus den Medien eigentlich kennengelernt habt, wenn ihr mal eine Doku über ihn gesehen habt oder mehrere Interviews oder so. Es war nichts Besonderes für mich da drin. Es war wirklich,
Ja. Ist, auch wenn ich nicht mich so intensiv beschäftigt hätte mit Karl, wäre hier nichts mehr dabei gewesen. Weil der, ihr wisst, ich war von Alfons Kaiser, war ich für den Preis auch nicht so sonderlich begeistert, aber da war ja Zeitgeschehen wenigstens mit drin. Aber hier, ich hätte es nicht lesen brauchen, weil es mir null neue Einblicke gegeben hätte. Und auch als einer, der einsteigt mit Karl Lagerfeld, ja, es lässt sich leicht lesen. Das ist das Gute. Ihr seid ruckzuck durch. Aber ja, für Fans natürlich wichtig ist zu haben, ganz klar. Das gehört dann in die Sammlung. Aber wirklich, wenn ihr jetzt nicht hundertprozentig Lagerfeld-Fans seid, würde ich sagen, spart euch das Buch. Für mich war nichts dran. So, dann kommen wir zu dem letzten Buch und das ist ein Kinderbuch. Und ich hatte im Dezember den ersten Teil hiervon gelesen aus dem Doppelschocker, das war die Geisterhöhle. Und jetzt habe ich den zweiten Band gelesen, der hier drin ist und das war der Panikpark. Das Cover übrigens gehört zum Panikpark. Und hier geht es halt um Lizzie. Lizzie ist mit ihrem Bruder und mit dessen besten Freund unterwegs, mit den Eltern einen Ausflug zu machen. Eigentlich wollen sie ins Grüne, sie landen aber in der Wüste, drehen um, sind total geschlaucht und abgenervt und so weiter, halten dann vor einem riesigen, ja, Schild, auf dem Horrorland steht, hier werden ihre Albträume wahr oder irgendwie sowas. Und dann, als sie auf dem Parkplatz da fahren, fliegt ihr Auto in die Luft und sie gehen in den Park, weil vorne am Ticketschalter sagt das Monster, gehen Sie in den Park, wir kümmern uns um alles, Telefone gibt es hier keine. Der Vater möchte trotzdem nach einem Telefon suchen. Die Mutter sagt, lass die Kinder, die waren jetzt so lange in einem Auto eingepfercht, lass sie sich jetzt bitte irgendwie ein bisschen bewegen. Und ja, der Panikpark ist halt eine absolute Horrorattraktion. Da habt ihr eine Rutsche ins Verderben, ihr habt Fledermäuse, ihr habt Werwölfe, ihr habt ein Spiegellabyrinth, das ja seine Tücken hat, seine tödlichen Tücken. Ihr könnt mit Särgen übers Wasser gondeln, nur schlecht, wenn der Sarg dann irgendwann zuklappt und einen nicht mehr rauslässt. Ja, und das ist es, für mich war es eine Aneinanderreihung von Horrorszenarien, die für mich keinen wirklich, erstens war es für mich emotional nicht nachvollziehbar, vielleicht bin ich auch einfach zu alt für diese Bücher, obwohl ein paar Teile von Stein mich wirklich begeistern konnten und ich Spaß hatte zu lesen. Hier hatte es etwas Traumhaftes, etwas sehr Abgedrehtes, womit ich nicht mehr klarkam, weil für mich die Bodenhaftung halt gefehlt hat. Es war nur noch eine, ja, episodenmäßige Albträume und das Ende. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. War jedenfalls nicht mein Band, ganz klar. Kann ich euch also auch nicht empfehlen. Diesbezüglich vor allen Dingen nicht, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich will auch unbedingt, Stein ist ja ein Kultautor, ich möchte jetzt unbedingt mit Stein anfangen. Würde ich euch das nicht empfehlen. Würde ich sagen, greift lieber zu etwas anderem. Ich wüsste jetzt zwar nicht welches, dafür müsste ich mich einmal vor meine Stein-Bücher stellen, um euch was rauszusuchen. Aber das hier wäre jetzt nicht meine erste Wahl für Fans natürlich. Man muss sie haben, man sollte sie gelesen haben. Aber ich fand es nicht, fand den ersten Teil da noch stärker als den zweiten. Und ja, dazu gibt es auch eigentlich nicht weiter etwas zu sagen. Ich hoffe, ich konnte euch eine Freude mit diesem Video machen. Nichtsdestotrotz habe ich es geliebt und geschätzt zu lesen, auch wenn ich nicht von allen Büchern begeistert war. Ich finde es ist spannend, auch wenn ich sage, hey, das Buch ist nichts für mich, in andere Welten reinzugucken, Dinge zu erleben. Auch wenn ich sage, okay, die Reise kann nach 80 Seiten oder nach 3 Seiten oder nach 50 Seiten zu Ende sein oder auch nach 200 Seiten. Aber ich nehme doch immer irgendwas mit und vor allen Dingen ist es extrem entspannend zu lesen. Und ich wünsche mir einen wahnsinnig schönen Lesemonat März, in dem ich zu den richtigen Büchern zur richtigen Zeit greife. Ja, und ich wünsche euch natürlich auch ganz, 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 ganz viele schöne und entspannende Lesestunden. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.